Ich bin die Anna, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Gramsach und Rennradl fahren taugt mir einfach. Das war eigentlich für mich früher nie ein Sport, der was mich interessiert hat. Dadurch, dass ich ein bisschen in die Rad-WM 2018 involviert war, habe ich irgendwie den Spirit ein bisschen mitbekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt, wenn ich da schon jeden Tag die Rennradlfahrer da zuschaue, muss ich es selber mal ausprobieren. Mir hat es einfach Daumen gefangen. Hallo, mein Name ist Christian. Ich wohne in Roppen und habe mir den Ötztaler Radmarathon als Ziel gesetzt und werde die Herausforderung annehmen. Zum Rennradfahren bin ich gekommen, weil mir ein paar Kollegen haben gesagt, wir fahren von daheim über die Dolomiten mit dem Mountainbike an den Gardasee. Da habe ich mir ein Rennradl dann gekauft, um zu trainieren. Seitdem taugt mir Rennradfahren immer super und immer noch besser. Mein Name ist Lukas Höllriegel, ich arbeite am Olympiazentrum und bin im Projekt Ötztaler Radmarathon im Prinzip für die Sport- und Trainingswissenschaftliche Betreuung der beiden Athleten und Athletinnen eben verantwortlich und werde das Trainingspraktische mit ihnen abwickeln. Was ist an Training, wann, in welcher Form zu tun? Naja, wir sind definitiv so, dass beide Spaß am Rennradfahren haben. Vom Leistungszustand ist so, das ist definitiv im Bereich des Möglichen. Von daher bin ich relativ zuversichtlich und der Rest ist jetzt mal schlau viel trainieren und dabei Spaß haben und mal zu schauen, wie weit kommen wir bis dorthin und weitere Schritte werden wir uns dann überlegen. Ja, der Ötztaler ist wahrscheinlich was ganz Spezielles, gerade bei uns da in der Gegend. Wenn man mit Rennradfahren sich auseinandersetzt, wird man zwangsläufig mit dem Thema konfrontiert. Ja, man fängt an ein bisschen zu träumen und zu philosophieren mit sich selber vielleicht manchmal. So etwas wie ein Ötztaler ist sicher auch eine Qual. Das kann nicht gleich ja, ein Fetzen-Gaudi sein. Da glaube ich, muss man auch schon ab und zu einfach einen sauren Apfel reinbeißen. Mein Ziel persönlich ist, den Ötztaler so zu fahren, dass ich nachher über die Ziellinie fahre und nicht sage, wow, ich steige nie mehr wieder aufs Radl. Auch wenn es viel Zeit und Energie und Einsatz erfordert, aber eben dann nachher mit einem guten Gefühl ins Ziel kommen und sagen, wow, jetzt haben wir es geschafft und das war ein toller Tag und eine tolle Erfahrung. Ich bin noch nie den Umfang in einem Tag gefahren. Also vielleicht weiß ich gar nicht, was mich wirklich erwartet.